Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Wir sind hier auf dem Zug und müssen uns weiter vorkämpfen zum zweiten Wagen. Oh oh, kommt schnell mit. Wir müssten ja immer noch Steine einstecken haben, genau. Aber irgendwie, also die sind zwar nicht schlecht, aber man braucht halt so viele Würfe damit. Kann ich da noch charmen? Ach, da drüben ist noch so ein Ding. Mist, und jetzt haben wir den alarmiert. Sorry. Hab nicht gesehen, dass da links noch so ein Teil rumschwebt. Dann müssen wir halt nochmal eine Sekunde warten. Ich sag jetzt erstmal zu denen, dass die warten sollen. Und wir springen mal gemütlich hier hoch und gucken mal, wie wir es am besten anstellen. Na gut, aber es geht. In der Zeit, wo wir die treffen, sind die kurz verwirrt. Also die schießen nicht zurück. Dann ist okay. Oh, wir haben Alarm ausgelöst. Also noch nicht ganz, aber fast. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den oben. Und schauen dann mal, was der Hebel hier bewirkt. Ja, die Sicht ist ganz schön bescheiden. Jetzt schwenkt die Kamera ein bisschen rüber. Ein Glück. Sieht er natürlich nicht, dass da Hände hängen. Warum auch? Nein, der unten ist wieder ready. Ach Mist. Wusste nicht, dass die sich vom Klebeband irgendwann lösen. Oh, sogar wie ein Flummi fliegen die Dinger. Oh, naja, dann haben wir uns erstmal neues Klebeband geschnappt. Dann müssen wir jetzt wohl oder übel doch nochmal den unten... Wo hier können wir doch... Ach, hier können wir auch nicht schaden. Direkt neben mir. Ich sehe die Teile einfach nicht. Für mich sind die unsichtbar. So. Na? Müssen wirklich richtig schnell hintereinander werfen. Was macht der Hebel? Der macht hier unten auf. Guck nochmal ganz kurz links und rechts. Hier scheint nichts weiter zu... Nein, nicht hochspringen. Gut, also wir haben noch zwei Mudekuns. Da oben links war ja noch so eine Tür, aber ich glaube, die sollen wir einfach nicht öffnen. Kommt ihr mit? Nein, so habe ich das nicht gewollt. Ach, shit. Ich dachte, ich kann noch schnell abwerfen. Das ist auch ein bisschen schwierig mit der Kameraposition. Man sieht halt einfach nicht, wo ist der gerade, wohin guckt der. Komm mal wieder runter, komm. So, ihr wartet. Kriegt er das hin? Ja, das ist ja cool. Okay, das wusste ich nicht. Wir fesseln nochmal fix. Dann weiß ich nicht, warum der da oben da ist. Der macht für mich gerade nicht viel Sinn. Ist der jetzt schon wieder aufgestanden? Der ist jetzt weg. Okay, komisch. Der hat es anscheinend nicht überlebt. Warum auch immer. So, ihr kommt alle mit. Warum hat es denn den da unten nicht? Du auch? Komm. Nein! Kommt runter, Mudokons. Kommt runter, kommt runter, kommt runter. Verdammt, da ist ja so ein Teil, was die wiederbelebt. Er hat einen gefesselt. Ach. Wir sind natürlich besser. Mitkommen. Alle mitkommen. Hier drüben schnell wieder Klebeband ab. Komm schon, mach schneller. Los, und jetzt rennt. Wir müssen hier hoch. Ah, jetzt weiß ich, warum wir den da hätten da oben wegnehmen können. Kommt einfach schnell mit. Kommt, 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 kommt. Ja, Tür wieder zu. Nee, es ist nicht die Tür. Naja. So langsam kriege ich echt ein bisschen Stress hier im Spiel. Weil ich wirklich ungern noch weiterhin sterben möchte. Hier geht's runter. Was gibt's hier noch Schönes? Ein paar Gebräuflaschen. Wir könnten natürlich auch prinzipiell mal gucken, dass wir uns wieder Nebelschleier bauen. Nein, wir haben kein Waschmittel. Okay. Kommt ihr mit? Da oben steht noch einer. Ein paar daneben geworfen, aber passiert halt, ne?
Fesseln kann ich den wiederum gar nicht. Entweder weil der Hebel gerade in der Nähe ist oder ich weiß es nicht. Wir müssen... Scheiße. Wir müssen auf jeden Fall... Kommt hier rüber. Kommt her. Kann ich aber hier auch nicht stehen lassen. Wir müssen auf jeden Fall Gebräuflaschen dort auf diese Stromleitung oder was auch immer werfen, dass das hier rüberkommt. Dann wird es wahrscheinlich auch ihn da oben erlegen durch die Gasflasche hier. Ich denke mal, die Explosion wird groß genug sein. Na, das Einzige, was ich machen kann, ich lasse die nochmal warten. Nein. Ah. Ich wollte gar nicht ganz hoch springen. Ich wollte mich nur so dranhangeln. Jetzt wird's schwierig. So, schnell hier rüber. Kommt alle, kommt. Wir brauchen Gebräuflasche. Er wartet hier. Ja, kommt mit rüber, ihr seid zu nah am Feuer. Wir haben halt aber auch keine Angst, ne? Oh, bitte jagt den mit hoch, bitte jagt den. Ja. Ein Glück. Bleiben die einfach mitten im Feuer stehen, ne? Also, das sind mal angstfreie Tiere. Aliens, Menschen, was auch immer. Menschen eher nicht. Nein! Haben wir jetzt die Kamera aus? Wir haben die Kamera ausgelöst. Mist. Warum brennen die nicht? Warum brenne nur ich? Kann ich den damit verwirren? Natürlich nicht. Udo Kohns, kommt. Kommt hoch. Scheiße. Kommt, kommt, kommt. Guck mal, wie viel hatten der jetzt schon wieder? Die kommen einfach nicht mit hoch. Ach, Mann. Wir haben alle Mudokunst verloren. Komm, geh weg. Den können wir gar nicht komplett erledigen. Das war ärgerlich. Wir hatten gerade so viele. Zwei wurden gefesselt. Der Rest ist leider nicht mehr unter uns. Weiß nicht, dieses Stück hier kriegen wir anscheinend einfach nicht aus. Doch jetzt. Wie weit kommt der rüber? Hat schon wieder aufgehört. Ich weiß gerade ehrlich gesagt noch nicht, wie wir den am besten ausschalten. Ich kriege ihn nicht richtig abgeworfen. Können ihn nur vertreiben, obwohl jetzt schläft er kurz. Jetzt kommt die Kamera, Mist. Schlaf noch mal eine Runde weiter, bitte. So. Und schnell hier runter. Kommt, Mudokunst, kommt. Rauchen halt auch immer für alles Ewigkeit. So, was haben wir hier? Boxcar Lounge. Vigil held for Rupture Farms. Dein Bonbons und was gibt's noch schönes Gebräuflaschen? Nehmen wir alles mit. Selber löschen. Ich war jetzt gerade ruhig, damit ich den mal quatschen lasse, sonst hört man ihn nicht. Er ruft nach Hilfe. Ja, es ist alles gar nicht so einfach. Wir können halt nicht mehr chanten, wir können die Gegner gar nicht mehr richtig, also wir können die nur kurzzeitig außer Gefecht setzen.
Was das Abrennen hier gerade gebracht hat, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht hätten wir warten müssen, bis er hier rüberläuft. Haben wir Steine? Wir haben gerade... Ich weiß halt nicht. Ich glaube, er macht nichts mehr. Er backt ein bisschen rum. Mir soll es recht sein. Aber wir müssen hier natürlich weiterkommen. Ich habe allerdings noch keine Ahnung, wie. Ich kann zwar hier hochspringen, aber das bringt mir gar nichts. Wir müssten hier drüben das kaputt kriegen. Also muss ich wahrscheinlich selber erstmal alleine wieder hoch. Ja. Ich glaube, wir müssen... Also ich muss alleine wieder hoch. Da war noch ein Mülleimer. Oh shit, kam er denn her? Kamera steht gerade gut. Aber das ist shit. Ja. Ach, Mist. Wie hätte ich hier durchgesollt? Hier komme ich ja auch nicht durch. Bin gerade noch etwas überfragt. Da drüben geht es nicht weiter. An sich ist das hier schon der richtige Weg, aber wir müssten ja irgendwie... Irgendwas muss es ja mit dem Feuer zu tun haben. Wir vielleicht hätten doch noch ein Stück weiter hinter, dass das ganze Teil da hinten abfackelt. Das wäre jetzt das Einzige, was mir noch einfällt. Weil da oben kommen wir ja nicht ran. Hier ist ja kein Schalter, kein nichts. Und hier oben drüber kommen wir aber auch nicht, weil da drüben ist diese Tür. Ach, wir müssen das Feuer bis komplett hochbringen. Oder? Wäre jetzt gerade so das einzig Logische, dass wir das Feuer einmal komplett hochleiten. Aber es geht dort nicht durch. Nee. Es ist irgendwie hier oben dann abbrennt und da was kaputt macht. Was ist denn mit dem Ding dort? Kann man das irgendwie abwerfen? Aha, okay. Ich habe schon wieder viel zu kompliziert gedacht. So, hier kommen mal alle mit. War ja voll easy. Ich habe schon wieder sonst was erwartet vom Spiel. So, ihr wartet nochmal. Wir brauchen wieder Steinchens. Läuft er noch ein Stück rüber? Ah. Hab nicht gedacht, dass er so schnell ist. Entschuldigung. Aber ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Es gehört einfach zum Spiel dazu, dass wir halt auch öfter mal sterben. Und... Ah, das war schon wieder ganz schön mutig hier. Hä? Nein! Wieso fängt er dann auf einmal an, von unten durch das Ding durchzuschießen? Krieg ich das irgendwie mit den Steinen kaputt? Ich hatte keinen Stein in der Hand. Jetzt aber. Nee, leider nicht. Ja, wir kriegen es so hin. Oder auch nicht. Shit, wir haben keine Steine mehr. Jetzt haben wir echt ein Problem. Wir können ihm eine Fackel an den Kopf werfen. Probier das jetzt nochmal, ob man mit Gebräuflasche und Fackel was entzünden kann. Ja, geht doch. Wir hätten wahrscheinlich nur warten müssen, bis er noch da drüben steht. Ich glaube, jetzt haben wir... Na doch, wir haben noch eine Möglichkeit. Wir können diesen machen. Nein! Hä? Wieso hat es denn jetzt da oben gebrannt? Nein, ich habe mit der Gebräuflasche nicht richtig getroffen. Das gebe ich zu. Ach, dieses Help-Geschrei von dem Typen geht langsam echt ein bisschen auf die Nerven. Aber warum auf einmal das Feuer da oben angefangen hat zu brennen, verstehe ich nicht so ganz. So, wir warten jetzt, bis der da rüberläuft. Jetzt? Ja, genau. Und mach Boom. Dann könnt ihr runterkommen. Wir nehmen den Feuerlöscher. Machen hier erstmal wieder ein bisschen sauber. Jetzt ist hier offen. Wir hätten die wahrscheinlich da drüben warten lassen können. War anscheinend nicht so gedacht vom Spiel, dass wir
da oben mitnehmen. So, hier steht jetzt, wir müssen nach oben. Ah, da ist wieder so ein Ding. Bloß sehe ich nicht, wo ich hinwerfen kann. Ist die Frage, wie ich da jetzt am besten treffe. Treffe ich von hier durch? Hä? Ah nein, da war noch Feuer. Ach, entschuldigt. Ich habe gerade nach oben geguckt. So, wir warten wieder. Er läuft rüber. Wir machen diesen. Feuerlöscher können wir schon mal in die Hand nehmen. So, diesmal machen wir hier ordentlich alles an Feuer wieder aus. So, und jetzt lasst mich mal gucken. Da oben ist auch noch so Stromzeug. Vielleicht reicht es ja, wenn wir diesen machen. Und da drüben das Teil brennt ab. Das wäre natürlich das Beste. Kommt da auf einmal... Ist das jetzt runtergetropft? Ah, okay. Aber so wirklich weiter sind wir immer noch nicht. Warum denn? Es war doch gerade aus. Haben wir jetzt welche verloren oder habe ich sie gerettet? Irgendwie fängt das hier dauerhaft wieder an zu brennen. Schon wieder. Das gibt's doch nicht. Ist jetzt mal gut, kommt jetzt mal alle hier rüber und wartet mal hier. Ich weiß nicht, warum das hier die ganze Zeit wieder anfängt mit Brennen. Es tropft, glaube ich, immer noch von oben runter. Aber da oben wäre doch diese Stromleitung nicht, wenn wir die nicht benutzen sollten. Das heißt, ich denke, das macht schon Sinn. Also müssen wir das Feuer hier drüber leiten. Und jetzt von der anderen Seite. Könnte natürlich auch sein. Oder ich denke schon wieder viel zu kompliziert. Aber ich denke mir gerade, dass wir das so machen, dass wir das Feuer auf die andere Seite kriegen. So. Und das dann einmal hochführen, aber ich glaube, es ist schon wieder viel zu kompliziert gedacht. Wir könnten natürlich auch einfach eine Fackel werfen. Gucken, ob die... Oh Gott, geht ja gar nicht weit. Ah, ja, super. Ach, aber ein bisschen witzig ist es halt auch schon, wenn man so oft stirbt. Na? Das bleibt einem anderes übrig, man kann eigentlich nur drüber lachen. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber die Teile, die dort hängen, sind Metall, das ist kein Holz, das sehe ich jetzt erst. Also ist diese ganze Durchbrennen-Feueraktion absoluter Quatsch. Lauf doch rüber. Das hat er doch die ganze Zeit nicht gemacht. Ach, Menno. Ihr erwartet. Konnte ich doch die ganze Zeit machen. Nein, warum fängt es denn jetzt schon von alleine an zu brennen? Ach, Mist. So, er brennt. Dieses Help-Me-Geschrei da drüben ist so nervig. Ist doch schön, wenn das Spiel mal an einer Stelle buggt und wir die ganze Zeit genau an derselben Stelle nicht weiterkommen. Als wäre es beabsichtigt. Der buggt jetzt wohl auch hier, oder was? Ich gucke mir das jetzt erstmal in Ruhe an. Es muss einen Grund geben, warum das da oben... Warum da Strom ist. Also muss das was mit Feuer zu tun haben. Kann natürlich aber auch sein, dass das Ding einfach nur für hier gedacht war. Die explosive Kiste, die wir gerade hochgejagt haben. Ich wundere es nur, dass dann hier wieder aufgeht, als sollten wir vom Spiel aus irgendwie wieder... Na danke. Wieder zurücklaufen. Kommt es mir ein bisschen vor. Aber wir kommen da oben ja trotzdem nicht weiter. Da ist ja immer noch zu. Ein Holz ist, ich glaube nicht, dass das Holz ist, dass wir das abbrennen können. Ich sehe das Teil da oben und ich weiß, dass wir es kaputt machen müssen, aber ich weiß nicht, wie wir rankommen. Das ist eigentlich die Problematik, weil ich komme da mit keiner Gebräuflasche oder sonst irgendwas hin. Nee, keine Chance. Hier geht's nicht hoch, aber das Ding zeigt halt nur nach oben. Ich bin überfragt.
Ich hoffe wirklich, dass ich mich nicht nur so dumm anstelle. Und sich jetzt jeder denkt, wann, wie bescheuert ist denn der? Hätte doch nur das machen müssen und das machen müssen. Sondern dass es euch eventuell auch so geht. Dass das hier nicht so easy ist. Naja, wir machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich hoffe, in der nächsten Folge kommen wir dann hier weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.